so finden, die sie auf... Meine Freundin? Ah, nee, sag ich nicht. ...finden wollen. Ich bin älter wie du. Die Skyline lächelt mich hier schon an, ihr Schwein. Alter, ich freue mich drauf, das abends anzugucken, weil da ist es, glaube ich, nochmal richtig schön. Von daher, hier habt ihr die Aussicht. Frankfurt hat dieser Skyline so echte New York-Vibes. Ich war ja wirklich mal New York. New York auf Wish bestellt. Ja, so ähnlich. Oh mein Gott, das ist wirklich das Unangenehmste, was ich in diesem ganzen Video gehört habe. Frankfurt hat New York-Vibes. Eieiei, da muss ich los. Da muss ich los, Alter. Nix gegen Frankfurt. Ich war schon öfters in Frankfurt, aber New York-Vibes, also das ist eine ganz andere Nummer. Das war wirklich eine der schönsten Sachen, die ich je gesehen habe, was Städte angeht. Umgebombt, raus, so ein Ding. Kapi. Da muss der Würfel wirklich weg. Ja, habt ihr recht. Der Würfel muss weg, wer sowas sagt. Wahnsinnig geil aus, Mann. Und zu diesem Skyline-Date habe ich natürlich was Wunderbares zu essen mitgebracht für euch. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe sowas in der Art noch nie gemacht. Einen wunderbaren Becken. Ich freue mich morgen, wie es weitergeht. Es wird Zeit, euch weiter zu verführen. Und zwar, Leute, ihr lebt Frühstück. Wirklich, ich empfehle es euch immer wieder. Isst ein leckeres Frühstück. Frühstück ist die beste Mahlzeit am Tag. Deswegen gönnen wir uns jetzt ein Ab... Manhattan, was los? Stark. Nicht schlecht. Manhattan ist nicht schlecht. Habe ich noch nie gehört? Finde ich aber gut. Manhattan und California. Absolut bombastisches Frühstück. Schwein, hier muss man sogar anstehen, um hier zu frühstücken zu dürfen. Du kommst hier nicht rein. Spiegeleier. Kommst in die drin. Erstmal eine Latte. Meine Pfannkuchen sind da, Leute. Meine Krebs kann man auch sagen. Sieht nicht schlecht aus. Apfelmus. Mhm. Ich trau mich. Sehr geil. Das Hochzählen ist schon schwer. Mhm, geil, so fünf Bananen. Im wunderbaren Frühstück im Bauch bin ich jetzt bereit für die Schüssel, Frankfurt, weil ich... Alter, gefährlich hier, weil ich habe jetzt zum Glück noch was für euch. So was richtig Fettiges. Oh, das brauche ich jetzt. Und so ein Laden heißt drei Streifen. Da kriegst du drei Klatschen. Wow, die haben ja ein paar Zwiebeln. Na, was habe ich denn hier für euch? Bei drei Streifen gibt es verschiedene Sandwiches in so einer übelst fettigen Form. Alter Junge, da haben die wirklich nicht gespart. Das ist nicht schlecht aus. Brutal viel Käse. Chicken Sandwich. Karamellisierten Zwiebeln, Käse. Oh. Sieht geil aus. Das Brot sieht auch geil aus. Mashallah. Oh, Zwiebeln sind wieder Hammer. Das Brot ist sehr, sehr weich. Ich glaube, Knusprig gefällt geiler. Mit Käse ist es auch gut. Und ich habe noch was für euch. Käsesoße. Und Onion Rings. Oh. Ach, Junge, du frisst wie ein Schwein, du ekelhaftes Schwein. Alter, fühl ich mich fett, Mann. Nimm ab. Echt immer wieder komisch. Mein Block werden Paras geschoben. Man hat einfach so unfassbar riesige Häuser vorbeizugehen, weil ich daran gar nicht gewöhnt bin. Das ist aber nicht mein erstes Mal in Frankfurt. Ich war schon mal in Frankfurt, schon ein, zwei Mal oder so. Und einmal war ich sogar bei Marius, der wohnt halt in der Nähe von Frankfurt. Und das um 5 Uhr morgens, Leute. Ihr wollt nicht wissen, was um 5 Uhr morgens da für Gestalt aus dem Gulli kriecht. Den habe ich mehr als 3 Tage auf Kleingeldentzug gehalten. Kleingeld! Sorry, ich habe kein Kleingeld. Achtung! Ich habe da noch einen ganz dicken Geheimtipp eigentlich für euch. Da waren halt schon ein, zwei Leute, wisst ihr, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so geheim. Und es ist ein Burgerladen. Es soll der beste Burger in ganz Frankfurt sein. Es soll ein Genuss sein, der deinen fetten Arsch sogar auferstehen lässt. Es soll ein grandioser Burger sein und, ja gut, Leute, dann müssen wir ihn mitnehmen, Alter. Und es ist so eine Fressmeile hier in Frankfurt, die kann man einfach überfressen lassen. Der Burger ist zwischen Mc's, geht die Leute... Ist es die Zeil? Stehen an für Mc's, Alter. Aber wie heißt? Die stehen an für Mc's, obwohl da angeblich der beste Burger Frankfurts ist. Dieses unwissende Volk. Urban Ranch, okay. Kannst du den Burger ohne Tomaten machen, wenn es geht? Yeah. Willst du einfach eine Skyline warten? Da sind so viele Treppen, Mann. Warte. Die Skyline Plaza, okay. Zeit 40 Minuten, Leute. Oh, Junge, wenn dieser Burger nicht wirklich absolut wie von SpongeBobs Hand gemacht schmeckt, dann haben sie 40 Minuten nicht gelohnt. Ich warte jetzt schon 40 Minuten lang. Was mache ich jetzt 40 Minuten lang? Ich könnte ja Liegestütz machen. Mal so viele Wiederholungen wie möglich zu machen. Oder gar nichts. Wir können doch hier nicht rumsitzen und gar nichts tun. Sehr stark. Und hier ist er, Leute. Er heißt Thanos. Mal gucken, ob er wirklich auch dem Namen gerecht wird. Alter Schwede, der sieht wirklich... Boah, sieht wirklich gut aus. Der sieht richtig geil aus, der Burger. Super saftig aus. Eieieiei. Oh Gott, und noch so extra Sauce. Geil, auch wie das Brot so angeröstet ist. Mmh. Okay, der fühlt sich wirklich mächtig lecker an. Ich habe schon wirklich so gute Burger in meinem Mund gehabt. Mal gucken, ob er mithalten kann, aber... Oh, schon mal ein wahnsinnig geiler Geruch, Alter. Wow. Ich bin so einer, ich will nach dem ersten Biss eigentlich nichts sagen immer. Oh, scheiße, Mutter ist da gut. Sieht doch geil aus. Sieht doch geil aus. Was war das für eine zarte Kuh? Alter, heilige Geilen. Was war das für eine zarte Kuh? Oh, nee. Macht euch alles kaputt, bitte. Leckeren karamellisierten Zwiebeln, dieses Fleisch schmeckt einfach nur so perfekt saftig. Es ist so leicht schwarz und krebsig, was ich so richtig liebe. Und dann diese herrlichen Soßen. Hat er gerade gesagt, schwarz und krebserregend, so wie er es liebt? Dem Jungen kann ich nicht mehr helfen. Ich habe eben gedacht, der wäre schon auf der
auf der veganen Seite angekommen, aber nein. Dieser Brockenkäse, Alter. Ist das für ein Ding? Oh, Alter, der ist unfassbar krass. Der geht richtig drauf ab. Ich bin schon brutal voll von der Krebsig. Das ist ein Essen heute, ne? Gott, der ballert mich so weg, dass ich ihn wirklich entspannt aufessen würde, Alter. Gott, dieser Burger, ich träume wirklich. Jetzt gibt's hier noch Soßen, Honig-Sam plus Pommes. Nein, trink doch die Soße nicht. Mann, warum machst du das immer? Wieso nimmst du Pommes nicht und trinkst ihn in die scheiß Soße rein? Was ist das für ein Verhalten? Das ist nicht korrekt, was du hier tust. Sehr dope. Warum? Mach mich nicht wahnsinnig, Junge. Steck die scheiß Pommes da rein und halt... Ich krieg durch. Wer säuft denn die scheiß Soße? Wer säuft denn die Soße? Boah, wo ist denn auch Boden? Mann, das ist ein geiler Mann. Wisst ihr was? Ich kann nicht mehr. Ich kann den Jungen nicht mehr ertragen. Deutscher Nachtisch ist Gupfelhof. Wie bitte? Ja, Gupfelhof. Ich zeig mal, was das ist. Hier gibt es einfach Helium-Ballongas. Ja, guck mal, wie glücklich er ist. Haha, ihr Ballon! Und das hier ist ein Gupfelhof, Leute. Weiterbildung mit dem Schwein. Einfach so ein kleines Kuchlein mit Schokolade oben drauf. Mit dem Tee, der ist nicht schlecht. Du bist echt trocken. Von ganzen Laden davon, das wusste ich noch gar nicht. Ach, Leute, ich wollte noch sagen, Abo-Treff hier in Frankfurt beim gelben Ballon. Hey, nee, ich hab einen Freund, ich hab keine Zeit. Ey, wir brauchen Zugfenster. Ein paar Sekunden später. 5 Sekunden später und ich schwöre, ich habe außerdem die Schnur abgemacht und der Ballon hängt jetzt da oben und ich kann nicht mehr hoch. Kann ich auch echt sagen, ich bin wirklich überrascht von Frankfurt. Hat natürlich die Vorurteile und denkt dann so, ey, hier wird überall wie doof, Alter. Man muss halt wirklich mal sagen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen asozial anhört. Das ist halt wirklich nur in diesem einen Bahnhofsviertel so. Dieser Bahnhof ist super crackig und super pissig. Da gehst du hin, pissst du kurz in die Ecke und dann gehst du wieder weg. Wie jede andere Großstadt. Jetzt nicht geistkrank was Besonderes, aber hat natürlich auch hier und da seine Besonderheit. Ist halt wirklich krass. Also irgendwie hatte ich am Anfang so übel die Vorurteile. Jetzt geht's aber. Ich muss sagen, Frankfurt! Ja, nun mal. Da, Leute, wir stalken da. Ja, nun mal. Die schön reinseht, da sind diesen Laden da. Das ist der Nudelmaker. Dieser Laden macht einfach erst um 17.30 Uhr. Auf und ich bin schon 7 Minuten zu früh da, wie ein absoluter Stalker. Und da stehen sogar Leute schon Schlange, weil der Laden soll wirklich krass sein. Absolut selbstgemachte Nudeln auf asiatische Superweise. Überheftige Ramen. Oh, das wird das Video noch richtig zuckerhaft machen. Könnt ihr euch eure Nudeln aussuchen? Am dünnsten? Wie man spürt. Wir wollen natürlich die Ramen haben. Das ist hier auf Madeira hier, gibt's auch einen Nudelladen, der heißt Nudelking. Da gibt's auch Bubble Tea und so. Und tagsüber servieren die so Reisgesichte und sehr Ramen gibt es erst ab 18 Uhr. Also ist da auch so. Vielleicht ist es halt das, vielleicht hat es was mit der Kultur zu tun, dass man Ramen erst eher abends isst. Oh, das riecht wirklich wunderbar. Da steht ein Kunstversag gerade. So glitschig, Alter. Boah, geil sieht das aus. Mit dieser Porzellanschüssel und so, geil. Ja, da hat nicht erst mehr ein Bastard jetzt und serv nämlich hier raus. Komm, das ist zum Asiaten der Gabel. Die sind verdammte Scheiße geil. Ey, die Brühe, ne, ist. Dann heißt nicht umsonst Nudeln, Alter. Die Nudeln sind Bombe. Hammer. Ey, Nudelmaker, der hat wirklich meine. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nudel geschwungen, Leute. Oh Gott, war geil. Das war wirklich ein unfassbar leckeres Essen. Warte, ich hab noch was für dich. Ich hab wirklich noch was für dich. Och, nein. Super. Die Super Bros habe ich schon mal davon gehört. Nutella Pizza. Nein, nein. Oh, mit so Pistazien drüber. Nein. Guckt euch die an. Ich habe Nutella Pizza noch. Mit Pistazien Haselnüsse drauf. Sieht die geil aus. Oh. Oh. Gott, der Laden war so asozial voll, Digga. Aber die Pizza sieht so asozial geil aus. Oh. Boah, verflossene Nutella. Mit so asozial geil Pizza-Rand. Das ist lecker. Aber ich brauche das ganz dünn. Ein Glas. Kaltes Glas nicht. Oh, Junge. Das ist ein super fluffiger Pizzateig. Ultra gut, Nutella. Das passt so gut zusammen. Auch man denkt, das passt nicht. Boah, ein Traum. Junge, dieses Video ist so lecker. Und ich weiß, Leute, ja. Ich würde auch gerne weiterverführen. Aber es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit, dass ihr euch mal verpisst. Deswegen sagt super gerne Like da. Mann. Bis auf das, wer wieder die Soße geschlürft hat, war es ein gutes Video. Sehr geiles Video, ey. Dann wurde mir sogar versaut. Und ich muss
So, let's go. Evanjo, ist es heute soweit? Hat er die scharfen Nudeln schon hochgeladen? Ich bin gespannt. Haben Leute schon vorgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob er die schon hochgeladen hat. Doch, er hat sie hochgeladen! Er hat sie hochgeladen! Okay, oh mein Gott, er muss... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, okay. Für die Leute, die es verpasst haben. Kurze Storytime. Ich, ihr kennt mich, Hero-Influencer und Badass-König von Madeira. Auf dieser Insel gibt es niemanden, der mehr essen kann als ich. Habe ich schon in einem Challenge herausgefunden. Auf jeden Fall, ich habe diese scharfen Nudeln gegessen, weil die Prankbots so getan haben, als hätten sie sie gegessen, ja? Ich habe zweimal scharfe Nudeln gegessen. Digga, als wäre es nichts. Als wäre es nichts. Aber ich muss euch sagen, es hat nicht nur einmal gebrannt. Nein, es hat zweimal gebrannt. Und es war nicht schön. Nach diesen Nudeln hatte ich eine Idee. Und zwar habe ich den lieben Evanjo zum Wettessen herausgefordert, und zwar beim Pizza-Wettessen. Evanjo hat verloren gegen mich und die Strafe ist, dass er einen ganzen Tag lang von diesen scharfen Nudeln leben muss. Und er hat es durchgezogen. Ich bin sehr gespannt, ob er sterben wird, ob er leben wird, ob er kotzen wird, ob er Aua hat am Popo. Okay, die Schmerzen kommen wahrscheinlich erst heute. Let's go. Ich bin so gespannt. Dieses Leben ist geil, geil, geil. Zu 100.000%. Heute besuche ich die geschlossene Psychiatrie. Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem absoluten Video, wo ich einer Bestrafung nachgehen muss, auf die ich absolut keinen Bock habe. Ich habe ein Pizza-Wettessen gegen Simon Unge verloren. Da ist er. Und ich habe leider eine Bestrafung bekommen, dass ich diese schärfsten Nudeln der Welt essen muss. Und ihr merkt hoffentlich, wie lustig ich habe. Bitte spüre den Genuss, bitte spüre den Genuss. Es war einfach nur... spüre den Genuss. Ich muss sagen, die waren übel lecker, die scharfen Nudeln. Die waren zwar scharf wie Sau, aber sie waren lecker. Ich hätte Bock, nochmal welche zu essen. Ich habe leider keine zu Hause, aber wenn ich jetzt welche hätte, hätte ich mit ihm zusammen jetzt diese Nudeln gegessen. Während wir in das Video gucken. Kacke, diese Nudeln zu besorgen. Das war auch nicht leicht, mein Verdammt. Ich musste ein paar Asiaten... Nani? Hat er gerade Son Goku und Ruffy und Naruto weggehauen? Nani? Aber jetzt hab ich's. So sieht diese teuflische Scheiße aus. Und vielleicht gibt's einige Leute, die in die Kommentare schreiben, das sind gar nicht die schärfsten Nudeln der Welt. Mein Opa im Keller macht noch viel schärfere Nudeln. Schön für dein Opa, aber das sind angeblich die schärfsten der Welt. Es sind tatsächlich die schärfsten Fertignudeln der Welt. Also die schärfsten Instant-Nudeln. Diese Marke hier, die hat davon noch schärfere. Also das ist nicht die allerschärfste Sorte. Die haben noch eine schwarze Packung, die ist noch schärfer. Aber die schwarze Packung, die habe ich auch nicht gegessen, sondern ich habe die rote gegessen. Die schwarze Packung werde ich irgendwann auch mal essen. Aber diese Marke hier macht sozusagen die schärfsten Instant-Nudeln der Welt. So, deswegen, das ist noch sozusagen die scharfe, aber nicht die tödliche Variante. Es gibt noch eine noch schärfere Variante. Ich hab so keinen Bock darauf. Aber er muss den ganzen Tag ja diese Nudeln essen und deswegen die roten reichen. Die brennen auch wie Sau, ich sag's euch. Kann ich mir nicht vorstellen, Mann. Ich esse zwar eigentlich schon gerne scharf, aber das ist ein neues Level. Ah. Guckt euch das mal an. Meine Mutter hat so richtig süße Süppchen gemacht. Nudeln, Würstchen dazu. Nochmal Nudeln. Richtig schön hier so am Mittag. Einen geilen Mittagstisch um 13 Uhr, wo das Video jetzt auch hier starten wird. Und dann gibt's da irgend so ein Arschloch in Portugal, das mich dazu zwingt, das hier zu essen. Ja, dann hätte ich Nachtsalbträume von Fleisch. Oh mein Gott, der Hund ist einfach hochgesprungen. Hab ich erschreckt nach. Ich hab den Hund geguckt, das an. Falls ihr es verpasst habt, das war im Schlafstream. Knubbel springt mich an. Ich hab mich erschrocken, hab wieder runtergeschubst, der arme Schatz. Ja, nennt mich Pussy, nennt mich was ihr wollt, aber ich habe Angst, diese Kacke zu essen. Ich will nicht, dass mein Stuhlgang brennt. Ich öffne jetzt mal. Es wird so brennen, ich sag's, es wird so brennen. Ja. Die Verpackung, dass das dann so abgeht. Die brennt ja richtig. Okay, wir brauchen Wasser. Das lassen wir jetzt kochen. Jetzt kommen die Nudeln. Boah, der doch gut. Vielleicht doch einen größeren Topf nehmen sollen, aber komm, das wird schon irgendwie gehen. Ja, super. Jetzt müssen die Nudeln noch kurz gebraten werden. Ja, manche Leute behaupten, das wäre schärfer, wenn man die Nudeln brät. Und manche Leute behaupten, es wäre nicht so scharf, wenn man die Nudeln brät. Ich werde das nächste Mal auch nochmal ausprobieren zu braten. Also die Meinungen gehen auseinander. Yeah. Ich bin mal gespannt, der hat ja 24 ich Zeit. Ich weiß vielleicht ja ist mal nicht. Gekocht. Vielleicht ist er mal gebraten. Mal gucken. Ich weiß gespannt. Ja ich nicht, Leute. Gegessen. Ich weiß ja nicht. Gegessen, Wasser abgelassen so ein bisschen und dann die scharfe Soße direkt rein. Nee, oder? Aber bei vielen Sachen ist es so, wenn du die brätst, dann geht die Schärfe verloren. So, wenn ihr Knoblauch bratet oder so, kennt ihr das vielleicht? Dann geht die Schärfe komplett verloren. Ob es bei den Nudeln so ist, weiß ich nicht. Muss ich nochmal ausprobieren. Kommt das Scharfe hier. Keine Sache schon so ekelhaft scharf riechen. Falls ihr euch fragt, warum ich die jetzt brate, es geht einfach darum, die Nudeln ziehen dann diese Schärfe ein, dann ist halt noch schärfer und noch... Warum macht ihr bei Schafe mal erst wie ein Ritter? Egal, ich bin gespannt. Oh, ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch wieder Bock auf diese Nudeln. Die sind so lecker. Oh, die waren geil. Beschissener und noch mehr blutiger Schulgang und geil.
Hier drin sind noch Algen und Sesamkörner, die mache ich auch noch drauf, weil vielleicht lindern ja die ein bisschen die Schärfe und helfen mir. So sehen die jetzt aus. So, zugeben, die riechen verdammte Scheiße scharf, aber irgendwie auch ein bisschen knusprig, weil ich sie angebraten habe, was wiederum gar nicht so ekelhaft ist. Ich habe hier noch eine dicke Milch. Bitte, du liebe Kuh, rette mich. Oi. Hier ist 20 Stunden lang essen mit dem Beschild. Beschild! Oh, Dad, junge Dad. Alter, ich schaue. Ich übertreibe jetzt wirklich gerade nicht, weil ich denke, ich schauspiele oder so. Ach, scheiße. Die schmeckt aber eigentlich ganz lecker. Mein Gott, bin ich echt so schwach. Ach, scheiße. Oh mein Gott, ich habe mich jetzt 10 Minuten zurückgezogen und verdammte Scheiße ist das scharf. Und das meine ich halt gar nicht mehr als Spaß. Es ist so scharf, dass mein Gott, ich habe nur einen scheiß Hub davon genommen. Ein einziger, mein ganzer Mund brennt hier, mein ganzer Innenraum brennt. Ja, ich weiß, die sind alle krass und Unge, ja, du lecker, du hast es geschafft, du hast komplett aufgegessen, du Psychopath, aber ich muss eine Lösung finden. Digga, das war so scharf, das war mir geht's scheiße, verdammte Scheiße. Fuck, ihm geht's nach einem Löffel, nach einer Gabel geht's ihm schon scheiße. Der wird den Tag nicht überleben. Der Junge, das so raus. Digga, wenn der nach einer gab, also der ist nicht so schärfe unempfindlich, der hat ja auch gesagt, dass er hier war, der hat gesagt, boah, scharfes Essen ist gar nicht so für ihn. Alter, wenn er nach einer Gabel schon fast stirbt, dann, das wird 24 Stunden, aber huiuiui. Huiuiui, wie Gurkensohn sagen würde. Oi. Meine Mutter hat so gebrannt, ich dachte... Boah, erste Portion komplett verschissen. Gut, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Hochnäsige Zicker. Aber es wird Zeit, die nächste Packung mit zu essen. Die andere Packung, ja, das war sehr, sehr schwach, ja. Ich will mein Geld zurück. Ja, was soll ich denn machen, Mann? Es brennt wie sonst was. Ich packe euch liebend gerne diese Scheißnudeln in die Beschreibung. Holt sie euch gerne selber, probiert sie und dann werdet ihr sehen. Oh, er hat die ersten Nudeln hat er nicht komplett aufgegessen. Also er hat nur einen Löffel und hat nicht weiter gegessen, weil es nicht zu scharf war. Was macht ihr jetzt? Mal genauso machen wie die Prank Bros. Jo, Digga, ich habe mit deiner Freundin geschlafen. Was? Hast du nicht? Ja, war nur ein Prank, man, da ist die Kamera. Ja. Bei 100.000 Likes, dann bringe ich mich absolut hoch. Dann fangen wir mal an, wir müssen jetzt mal Wasser warm machen. Wow, Abo dagelassen. Moment mal, geht das auch mit Like? Wow, was für ein Like auf dem Video dagelassen? Da kommt die Soße jetzt rein. Wasser drüber. Und keine Ahnung, so 5 Minuten, sage ich mal, ziehen lassen. Dann haben unsere geliebten Brüder der Echtheit die Nudeln hier genommen und in ein Sieb geschoben, sodass das Wasser rausgeht. Dadurch geht, glaube ich, der größte Teil der Schärfe weg. Aber verdammt! Digga, du musst die Suppe schon mitessen. Ich habe die getrunken, diese komplette Soße. Aber er muss 24 Stunden durchhalten. Komm, wir drücken ein Auge zu, weil sonst wird er einfach down gehen. Nudeln sehen diesmal menschlicher aus. Mal gespannt, ob die Prank Bros jetzt mal wieder übertrieben haben. Oder ob sie mal echt waren. Ist schon scharf, ja. Ja. Nein, es brennt schon so ein bisschen. Im Rachen, auch im Mund, aber das kann man essen. Ja, aber du hast ja auch die Flüssigkeit abgeschüttet. Bruder, die Flüssigkeit musst du komplett sippen, Alter. Auf Ehrenbasis. Aber wie ihr sehen könnt, die Portion geht mega schnell weg. Also das macht jetzt wirklich nicht so satt. Kleiner Tipp am Rande. Sei nicht wie ich. Verlier kein Wettessen gegen so ein veganes Monster und schaufel dir so eine scheiß Nudel den ganzen Tag rein. Sondern folgt mir doch auf Instagram. Auf Instagram poste ich regelmäßig Stories. Gerne mal ein Bild. Oh, und Junge. Ich habe ihm auch auf Instagram geantwortet. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Das war Liebe. Instagram-Liebe. Guck mir gerade diesen Typen hier an und ich denke mir, was ist los mit dir, Junge? Will der mich komplett verarschen? Der isst irgendwie 2 Tonnen von dieser Scheiße. Und dann redet er nicht mal. Einfach so ASMR-mäßig. Das ist sogar ASMR. Alter, guckt euch den an. Der Typ stirbt doch, Alter. Der hat Eier, der zieht's durch und ich bin so eine Pussy. Ich frag mich aber, wer hier so sitzt. Dann dieses ASMR-Ding guckt und dann so, nein. Hat er nicht. Okay, ich war noch kurz mit meinem asiatischen Bruder, hab mich ein bisschen vorbereitet auf den Kampf jetzt. So, Bro, Mann, kannst du mir irgendwie helfen, dass ich die Scheiße überlebe? Alter, kannst du mal aufhören zu essen, wenn ich mit dir rede? Du Arsch. Schornstein. Wir haben uns nochmal diese super scharfen Nudeln. Aber ich habe 2 Geheimwaffen, die mich durchbringen werden. Aber erstmal machen wir die Nudeln ready. Hier sind die Nudeln, aber jetzt kommt meine erste Geheimwaffe dagegen. Das sagt vielleicht nicht jedem was, aber Mangolassi. Ich werde daraus Mangolassi machen. Das ist ein indisches Getränk, wo ihr sehen könnt, ist Joghurt drin und Mango. Und das ist mega gut für die Zunge bei scharfen Essen. Und Mangolassi ist ready. Sieht doch echt gut aus. Die zweite Geheimwaffe ist
Zucker. Wenn man Zucker in scharfes Essen macht, wurde mir gesagt, dann soll das ein bisschen lindern wirken. Ja, sorry, wenn ihr... Digga, macht Zucker drauf? Okay, aber... Nein, mach's nicht. Oh nein. Dieses kommt eine ganze Zuckerdose drauf. Mich an? Let's go. Hey, was soll das? Bitte, bitte, ich sterbe. Versteht ihr das nicht? Oh mein Gott, er haut sich ja mehr Zucker drauf. Digga, what? Er hat nicht so, so eine Prise Zucker drüber getan. Er hat diese einfach mit Zucker begraben. Jetzt wird der ganze Zucker reinkommen. Let's go. Aber ich habe eine Sache. Manche Leute essen wirklich Nudeln mit Zucker. Also einfach nur Nudeln, ohne Soße oder so. Also einfach nur Nudeln, ein bisschen Zucker drüber. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt oder ob ihr vielleicht selber solche Leute seid. Aber habt ihr schon mal Nudeln mit Zucker gegessen? Nee. Weil ich hatte eine Bekannte und die hat immer bei ihrer Mutter, die hat immer Nudeln mit Zucker gemacht. Das war so ein Gericht einfach. Nudeln mit Zucker. Kennt das jemand? Fühl dich nicht. Also ich hab's nicht gegessen. Ich habe immer Nudeln mit Ketchup gegessen gerne. Oder kennt ihr Nudeln mit Maggi? Habt ihr schon mal Nudeln mit Maggi gegessen? Das nee. Ist so, weiter geht's. Oh. Okay, die Schärfe kommt jetzt langsam. Bleib stark, Evanjo. Zieh einfach durch, auch wenn du schwitzt. Oh, zieh durch, Bruder! Zieh durch, Bruder! Ja, du schaffst das! Der Rachen brennt, das schmeckt so scheiße gerade, aber geil. Boah, das muss doch so ekelhaft sein. Das ist einfach komplett Zucker über diese scharfen Nudeln drüber. Das muss jetzt nicht nur scharf sein, sondern auch scharf und ekelhaft. Das ist halt das Traurige. Oh, ich bin so durch. Scharf. Zieh durch. Zieh durch. Schmeckt auch richtig kacke. Ja, ihm läuft die Nase, ihm laufen die Augen. Bah, genau das perfekte Standbild. Bah, dieses. Bah. Oh mein Gott. Der wird auf dem Klo so viel Spaß haben. Die letzten Stücke muss ich rausspucken. Es ist so eklig, Mann. Ihr wollt nicht wissen, was ich da angestellt habe. Guckt es euch an. Also ich bin ein Typ, ich gehe gerne auf Toilette. Hinsetzen, Handy raus und dann geht's ab. Ja, das kommt raus, aber wirklich durch diese Nudeln hast du einen Toilettengang, wo es einfach nur wehtut, Mann. Das ist halt wirklich... Oh. Ich habe heute noch ein wunderschönes Rendezvous und hab was Leckeres für Sie dabei. Hallo? Hi. Ich hab was Wunderbares mitgebracht. Vielen Dank, du. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Dann probieren wir mal. Ohohoho. Das kommt langsam. Der eine Biss war schon schlimm. Ich hab Pussy. Bist du kein Alter? Nein. Wenn du einmal Alpha bist, dann stehe ich hinter dir. Nein. Heimlich trinken. Warum? Hey, warum? Alter, er hat Ehre, man. Er zieht komplett durch. Er sagt so, nicht trinken. So ist richtig. So ist... Das ist Alpha. Das ist Alpha! Das ist Alpha, Mann! Das ist Alpha, so kein Mann! Hält meine Arsch an! Einfach nur findet das gar nicht mehr lustig, weil er den ganzen Tag nur diese Scheiße fressen musste. Ich will nicht mehr in dieser Tasche. Aber eigentlich schmecken die ganz lecker. Hör mal. Die schmecken echt lecker, aber die sind halt sauscharf. Ey, die Schärfe kommt irgendwie nach 4 Sekunden. Ey, wie groß sind meine Lippen, Alter? Alter. Toilette. Es ist gerade 11 Uhr morgens ungefähr. Ich habe noch eine Packung vor mir und ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, so in dem Sinn, dass ich halt wirklich auf Toilette gleichen muss. Ich bin gerade mal aufgestanden. Hallo, darf ich mal chillen? Ich dachte, gestern hat es auf Toilette gebrannt, aber was gerade mit meinem... abging, verdammte Scheiße, war das furchtbar. Letzte Packung wird gemacht und ich bin wirklich froh darüber. Ich glaube, nach der wird nochmal ordentlich die Toilette besudelt, aber dann ist die Scheiße jedenfalls vorbei. Ich kann euch sagen, diese Scheiße hat wirklich extrem ausgelöst, durchgehend geblieben. Der Toilettengang wurde mir sogar versaut und ich muss wirklich sagen, lieber Unge, ich werde mich an deinem Arsch für diese Schmerzen, die ich auf der Toilette erlebt habe, für dieses Brennen irgendwann bei dir rechnen. Irgendwann, aber ich sag mal so, wie es ist. Du hast noch eine Strafe vor dir, nämlich du musst auch noch mal 24 Stunden nur von Tomaten leben. Du hast nämlich zweimal gegen mich verloren, mein Lieber. Schokolade und Pizza. Ich hab dich zerstört, Junge. Und das passiert jedem, der hier auf die Insel kommt. Komm auf die Insel, ich zerstöre dich. Werdet es sehen, weil ich werde es aufnehmen. Was es sein wird, lasst euch überraschen. Die letzte Packung ist jetzt hier drin. Alter, ist dieser Topf gefickt. Diese Pfanne oder wie auch immer. Mama, wenn du das siehst. Entschuldigung. Unsere letzte Portion. Ein Kollege kam jetzt auch noch vorbei, der kurz probieren möchte, weil er auch mal sehen wollte, ob die wirklich so scharf sind. Allerdings ist er Mexikaner. Und ganz ehrlich, die werden gewurmt in der Chilischote in der Hand. Das zählt nicht. Für ihn ist das safe nicht scharf. Also? Ja, ja. Weiter nimmt er direkt in den Mund. Bist du krank? Ja, warte, die Schärfe kommt in der Zeit. Wird schon rot im Gesicht. Auch rein, aber das geht. Im jetzigen Zustand hat diese Chilischote ungefähr 1,8 Millionen Scoville.
dead, der Junge. Aber Hauptsache ist auf Facebook, Alter. Was? Von wann ist dieses Video? Man weiß es nicht. Ah! Beziehungsweise essen wir jetzt meine letzte Mahlzeit. Wenn du scharf bist, ist nochmal richtig krass. Das Krasse bei mir zumindest ist, die Schärfe kommt immer danach. Alter, das ist so die Hölle. Aber es ist endlich vorbei. Diese Nudeln sind wirklich die absolute Kacke. Mittlerweile habe ich mich aber an die Schärfe sogar gewöhnt, habt ihr gesehen. Ich konnte die wirklich einfach essen. Das war zwar cool, aber die Toilettengänge sind absolut uncool. Lasst trotzdem gerne ein Like auf dem Video da. Ein Abo auf dem Kanal, falls ihr nicht getan habt. Ehrenmann. Kompletter Ehrenmann, dass er es durchgezogen hat, Leute. Schaut bei Wandi vorbei. Jetzt kommt noch die nächste Strafe, auch wahrscheinlich die Tage. Er muss nämlich noch einen Tag komplett von Tomaten leben und er hasst Tomaten wie die Pest. Das wird auch nochmal interessant, aber dass du es durchgezogen hast. Evanjo, wirklich, dass du es durchgezogen hast. Ich dachte, du brichst ab. Ich dachte gerade, als du den ersten Bissen genommen hast und gesagt hast, nach dem ersten Bissen, du kannst nicht mehr. Scheiße. Oh mein Gott. Da dachte ich, du brichst ab. Aber dass du es wirklich durchgezogen hast, Respekt. Aber Leute, wenn ihr so eine Challenge selber macht, brecht ab, wenn es euch zu schlecht geht. Egal was es ist, was für eine Challenge. Egal ob es zu viel Essen ist, scharfes Essen ist, zu viel trinken oder irgendwas. Oder auch lange Zeit nichts essen oder lange Zeit nichts trinken. Auch passt auf euch auf. Ja. Passt auf euch auf. Denkt dran, der Körper, der wird sich holen, was er braucht. Und wenn es ihm nicht gut geht, dann sieht man das ganz schnell. Na, no, fühle ich. Na gut, Leute, dann würde ich jetzt auch an der Stelle den Stream beenden. War wieder zwar ein ziemlich entspannter Stream, war auch ein schöner Stream gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja, es waren heute tatsächlich nicht so viele Leute anwesend gewesen. Was ich ein bisschen sad fand, aber ist es okay. Es ist okay, wir hatten hier eine schöne Zeit und so weiter. Vielleicht kommt ja so die Tage oder so noch der ein oder andere vorbei. Werden wir dann sehen auf jeden Fall. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon allen mal eine wunderschöne gute Nacht. Macht's nicht mehr zu lang. Wie schon gesagt, schlaft auf jeden Fall gut. Euch auf jeden Fall noch dann viel Spaß bei Zwergmuffin. Ich werde sie an der Stelle jetzt raiden. Ich werde natürlich nicht mit dabei sein drüben im Chat, weil ich hier eben noch ein bisschen was zu machen habe und so weiter. Deswegen bin ich da nicht mit dabei. Und dann würde ich das sagen, hauen wir den Raid gerade mit rein. Viel Spaß auf jeden Fall bei ihr. Ja. Verpasst auch nicht die Videos heute, die kommen werden. Ich gehe aber nur langsam an die ganze Sache ran. Ich werde jetzt nicht großartig was machen oder so. Ich werde natürlich wieder nur ein Video machen. Seid drauf gespannt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Stream heute Abend, Leute. Bye.